Schaut mal, ich bin heute mal wieder bei Jessica Schröter. Die Unternehmung heißt ja genau Pflege und Betreuung Jessica Schröter. Und ich habe heute das große Vergnügen, mit Herrn Jeschke mich unterhalten zu dürfen. Herr Jeschke lebt nämlich in diesem Haus seit geraumer Zeit. Und Sie sind so lieb und erzählen uns jetzt mal, seit wann Sie eigentlich hier sind. Und Sie sind ja nicht alleine hierher gekommen. Nein. Und Sie sind nach wie vor ja nicht selber in der Betreuung. Nein, das ist richtig. Ja, es war so, dass wir aufgrund unseres Alters, wir waren beide über 80, als meine Kinder mehr darauf drängten und sagten, es ist doch besser, wenn ihr diese große Wohnung verlasst, die euch einfach zur Last wird. Und daraufhin haben wir uns gemeinsam nach einem Pflegeheim für Senioren umgesehen und sind dabei eben hier nach Göttingen gekommen. Ich halte das einfach so da rein, lieber Jeschke, Sie können einfach weiterreden. Ja. Nur dann mit den Menschen. Wir sind dann hier nach Göttingen gekommen und haben uns im Anfang ja noch sehr gut gefühlt. Wir sind spazieren gegangen, wir haben alles gemacht wie vorher auch. Wir waren nur vom Pflegedienst praktisch betreut. Ja. Und leider kam es dann so, dass meine Frau erkrankte und die Pflege in Anspruch nehmen musste. Das hat sich dann immer weiter verschlechtert, bis meine Frau dann eben bettlägerig wurde, also so, dass sie auch im Bett gepflegt werden musste. Und ich glaube, Entschuldigung, wenn ich Ihnen da ins Wort falle, das ist, glaube ich, eine Besonderheit dieses Hauses, dass wenn es so weit kommt, man nicht nochmal irgendwo anders hin muss, sondern dass es eben von Anfang bis durchgehend zur Palliativversorgung hier im Haus mitgetragen wird. Das ist richtig, das ist richtig. Frau Schröter hat mir sofort angeboten, hier zu bleiben. Sie müssen nicht woanders hin. Und es hat sich auch so gezeigt, dass es so gewesen ist. Wir hatten sehr aufmerksame Pflegerinnen und Pfleger. Mhm. Und so, dass sich manches Mal schon so ein freundschaftliches Verhältnis ergeben hat. Das ist doch eine schöne Aussage. Ja. 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 Und leider ist es ja dann so gekommen, dass meine Frau 2019 dann verstorben ist. Und stand dann nicht unter Umständen für Sie die Frage an, ob Sie eventuell hier ausziehen, vielleicht zu den Kindern wieder zurückgehen würden? Ja, es war wohl im Gespräch, nicht von mir aus, sondern im Haus hatte man geglaubt, ach, wenn er jetzt allein ist, wird er vielleicht zu den Kindern ziehen. Ja. Aber ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben, weil ich ja auch in einem Alter bin, wo ich mir gesagt habe, vielleicht brauche ich ja auch mal Pflege. Und hier kenne ich alles. Ich weiß, dass ich hier gut aufgehoben bin. Ich kenne alle Pflegerinnen persönlich. Ich spreche jetzt viel mit ihnen. Und also Sie haben eine persönliche Umsorgung. Ja, ja, ja. Also, und wenn irgendetwas ist, habe ich sofort die Möglichkeit, mich da zu melden. Und dann kommen die auch. Ja, ja, denn das haben wir vorhin schon gesagt, der Jeschke ist nach wie vor überhaupt nicht in der Situation, dass er betreut werden muss. Nein. Gar nicht. Und deswegen bleibt er trotzdem hier, nicht deswegen, sondern er bleibt hier, weil Sie eben sagen, ich möchte das so, wie ich es vertraut kenne, beibehalten. Denn es kann ja sein, dass morgen unter Umständen eine andere Situation für mich auftritt. Genau so ist es.
Ja. Sie fühlen sich jetzt auch wohl, wenn ich das so mitkriege? Richtig. Ich fühle mich sehr wohl und wie gesagt, ich bin auch etwas mobil. Ich mache keine großen Fahrten mehr, aber ich habe die Möglichkeit, immer noch zum Friedhof zu fahren, zum Grab meiner Frau. Und das mache ich so zweimal die Woche mindestens. Und bei der Gelegenheit mache ich meine großen Spaziergänge da. Der Junkerberg ist ja bekannt als Parkfriedhof. Und da hat man also die Möglichkeit, auch sehr schön spazieren zu gehen. Und dadurch bin ich immer in Bewegung. Sie haben ja auch, Entschuldigung, wenn ich wieder ins Wort falle, ja. Sie haben ja die ärztliche Versorgung auch direkt dran, nicht wahr? Weil das Haus liegt ja direkt zwischen Uniklinikum und dem Kinderkrankenhaus. Genau. Ja, das ist natürlich auch vom Vorteil. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass ich die Busfahrtmöglichkeit hier vorm Haus habe. Mhm. Also hier ist eine Haltestelle, da kann ich mit dem Bus in die Stadt fahren. Es könnte ja mal sein, dass ich das Autofahren aufgebe, aufgrund des Alters. bisher hat mich mein Sohn immer davon abgehalten. Ich war schon mal so weit, dass ich gesagt habe, ach, vielleicht fahre ich dann mehr mit dem Bus. Und da sagt er, mach das nicht. Es ist ja immer gut, wenn du zeitlich nicht gebunden bist. Du kannst jederzeit ins Auto steigen und losfahren. Ja, aber mittlerweile wäre es ja so, wenn dem so wäre, haben Sie, wie Sie es gerade schon gesagt haben, aufgrund der Möglichkeit der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, alles, was man so braucht. Ja. Und würden Sie anderen Menschen empfehlen, ich frage das jetzt einfach mal so, empfehlen, hier in das Haus zu gehen und zu sagen, hier würde ich ganz gerne mich betreuen lassen? Ja, in jedem Fall würde ich das empfehlen. Und vor allen Dingen, was ich hinterher, also im Nachhinein festgestellt habe, man sollte nicht zu spät gehen. Ja. Gehen Sie, solange Sie eben noch gesund sind, wie ich sage. Das ist in jedem Fall vom Vorteil. Das fand ich jetzt wieder total nett. Ich sage mal lieben Dank, Herr Jeschke, dass Sie uns für dieses Interview zur Verfügung gestanden haben. Bitte sehr. Und ihr wisst nun auch, nicht zu lange warten, vielleicht rechtzeitig dran gehen und sagen, ich interessiere mich für dieses Thema. Ihr könnt Kontakt aufnehmen zu dem Haus, einmal über die eingeblendete Adresse, aber es ist ja auch in dem Beitrag verlinkt. Ruft an, schreibt, wie auch immer. Und jetzt sage ich nochmal, vielen Dank, Herr Jeschke. Schönen Tag euch da draußen. Tschüss. Ja, ich danke auch. Es war sehr angenehm. Danke.